Update Politik heute am 28. September 2018 mit diesen Themen. Und zwar geht es einmal um den Besuch von Präsident Erdogan aus der Türkei in Deutschland. Heute geht offiziell sein Staatsbesuch los. Was er heute in Berlin erlebt hat, beziehungsweise die letzten 24 Stunden, das versuchen wir nochmal Revue zu passieren. Außerdem geht es auch um die Wahl des neuen Fraktionsvorsitzenden der Unionspartei, Ralf Brinkhaus. Überraschend ist er Nachfolger von Volker Kauder geworden, der die Wahl verloren hat. Und es geht natürlich auch um die Landtagswahl in Bayern, wo ja in gut zwei Wochen ein neuer Landtag gewählt wurde. Ein TV-Duell zwischen Markus Söder von der CSU und von Ludwig Hartmann von den Grünen. Es war sehr interessant, darauf blicken wir zurück. Das alles jetzt. Und damit herzlich willkommen zu Update Politik am heutigen Freitag. Ganz herzliches Willkommen hier bei uns bei Direktor TV. Wir nähern uns so langsam dem Oktober und ich freue mich auf den Oktober, denn der Oktober bringt ja zwei Landtagswahlen. Ich freue mich und ja, dazu aber später mehr, nämlich am Ende dieses heutigen Videos. Wir kommen aber jetzt erstmal, bevor ich meine Frisur mal wieder richtig richte, sieht ein bisschen bescheiden aus, aber naja. Zum Friseur muss ich noch lange nicht. Egal, wir kommen aber jetzt erstmal zu einem, bei dem wohl die Frisur auch sitzt, aber auch vieles andere. Denn es geht um den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der nämlich seit dem gestrigen Donnerstag nämlich hier in Deutschland angekommen ist. Ein dreitägiger Staatsbesuch ist das Ganze nun geworden. Zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung befindet er sich gerade in einer Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Dort werden wir aktuell nichts dazu sagen können hier in dieser Sendung. Deswegen ja diese Sendung nachmittags meistens mittags, nachmittags aufgezeichnet wird und um 18 Uhr dann erst über den Äther geht. Das ist meistens halt immer so. Was klar ist nämlich, diese Pressekonferenz stand nämlich kurz vor der Absage, denn einer der Journalisten, die ja Erdogan gerne im Gefängnis sehen würde, nämlich Can Dündar, hat nämlich gesagt, dass er sich nun nicht bei dieser Pressekonferenz beteiligen werde und somit entsprechend ein Eklat bei diesem Staatsbesuch sich anscheinend, sagen wir mal, erspart hat. So viel kann man dazu sagen. Trotzdem, Proteste gegen ihn gab es auch, wenn auch Befürworter und Gegner, die gleichzeitig natürlich mit dabei waren. Das war nämlich das Motto, so könnte man ungefähr das sagen, nämlich mit dem Staatsbesuch des dreitägigen türkischen Präsidenten. Gestern Mittag in Berlin angekommen am Flughafen Tegel. Die Bemühungen natürlich, er will sich darum bemühen, dass nämlich die Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei nach dem ganzen Hickhack um eingesperrte Journalisten, es sind ja immer noch Deutsche in türkischen Gefängnissen, die zu Unrecht ja drin sind, immer noch drin. Und vor dem Abflug hatte er für einen Neustart beider Länder für die Beziehungen geworben. So viel musste man das sagen. Trotzdem, es gab schon die ersten Protestbotschaften, als Erdogan deutschen Boden betreten hat, und zwar nämlich gerade auch am Flughafen selbst. Dort stand nämlich auf einem Lastwagen nämlich drauf, Herr Erdogan landet in Berlin, in der Türkei landen Journalisten im Gefängnis. So haben unter anderem nämlich die Reporter ohne Grenzen seinen Besuch, sagen wir mal, angenehmer machen wollen. Die Aktivisten wollen schon bei der Ankunft klar machen, dass sie nicht wegschauen wollen. Das sagte der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mier. Man sei aber auch nicht gegen diesen Staatsbesuch an sich. Der Dialog natürlich mit der Türkei dürfte aber jedoch auch kein Selbstzweck sein, sagte Mir weiter. Deutschland müsse auch auf die Freilassung aller zu Unrecht inhaftierten Journalisten hinwirken. Wir wissen ja auch, in den letzten 5, 6 Jahren hat ja Erdogan unter anderem viele Medienhäuser, Fernsehsender, Zeitungen und auch unabhängige Journalisten ja einsperren lassen, die nicht mit ihm mit einer Linie sind. Wir erinnern uns daran, ja, der große Clinch zwischen Deutschland und der Türkei ging ja mit Deniz Yücel los, der ja auch jetzt seit mehr als einem halben Jahr endlich entlassen wurde. Mich würde es gerne interessieren, ob Yücel bei der Pressekonferenz ist, aber generell ist das wahrscheinlich nicht so gewesen. Trotzdem, ein Aufruf gab es, und zwar nämlich geradewegs von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Die ruften nämlich Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel dazu auf, dass sie nämlich Klartext mit dem türkischen Präsidenten reden sollten. Beide hat er heute getroffen, also Erdogan, so muss man das sagen. Und was da nun da rausgekommen ist, das können wir im Moment, wie schon gesagt, zu diesem Zeitpunkt dieser Aufzeichnung nicht sagen, denn
Wir nehmen ja geradewegs um kurz vor zwei auf. Die Pressekonferenz findet aktuell statt. Deswegen verweise ich euch gerne auf derchotv.de. Trotzdem, kurz vor dem Eintreffen von Erdogan, vom türkischen Präsident Erdogan, gab es im Bundestag trotzdem nochmal eine große Debatte über die Ankunft des türkischen Präsidenten. Und da hat unter anderem die FDP weiterhin natürlich die Forderung gefordert, die Freilassung von politischen Gefangenen in der Türkei. Alle nämlich, lassen Sie diese Menschen frei, lassen Sie freie Debatten in der Türkei wieder zu, sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff. Die Vize-Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Sevim Dagelem, wies Erdogans Ruf nach einem Neustart der Beziehungen zu Deutschland zurück. Sie sagte, eine Normalisierung darf es nur geben, wenn die Verhältnisse in der Türkei sich normalisieren. Sie kritisierte aber auch natürlich die Rolle der Bundesregierung, mit dem Staatsbesuch rolle die Bundesregierung Erdogan den roten Teppich aus. Und im wahrsten Sinne des Wortes hat man das ja leider auch getan, was eigentlich auch ganz normal ist bei einem Staatsbesuch. Nämlich da gab es alle Ehren, auch militärische Ehren, die es heute im Schloss Bellevue nämlich unter anderem gab. Heute Vormittag ist dort der türkische Präsident nämlich mit seiner Frau hingekommen und hat auch damit dann den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier begrüßt. Zu seiner Partei, nämlich zur SPD, kommen wir jetzt. Der Menschenrechtsexperte der Sozialdemokraten Frank Schwabe rief auch zur Zusammenarbeit etwa auf kommunaler Ebene auf. Er betonte, beim Thema Demokratie und Rechtsstaatlichkeit darf es keine Kompromisse geben. Der Sprecher der Unionsfraktion für das Thema Außenpolitik, nämlich Jürgen Hart von der CDU, versicherte auch, das sind ja quasi die Regierungsparteien, unsere Hand bleibt ausgestreckt für eine freie und demokratische Türkei. Auch er forderte die Freilassung von politischen Gefangenen. Einer, der sich ja, sagen wir mal, so ein bisschen über Erdogan freut, aber in dem Sinne, um ihn eins auslöschen zu können, das sage ich jetzt mal so, ist der ehemalige Grünen-Chef Cem Özdemir. Er hat ja auch viel gesagt, nämlich quasi über Erdogan, geradewegs gegen Erdogan, und weiterhin sagte er auch bei dieser Debatte, es kommt ein Machthaber eines Landes, in dem es praktisch keine Pressefreiheit mehr gibt, in die nach Deutschland. Dennoch werde er, anders als die Fraktionsspitze der Grünen, also sprich Baerbock und nämlich zu diesem Bankett gehen, der heute Abend in wenigen Minuten oder wenigen Stunden stattfinden wird, um auch zu zeigen, Hallöchen, A, es gibt eine Opposition in Deutschland und B, ja, die fürchten sich vor mir. Denn scherzeshalber haben ja viele auch gesagt, und da bin ich auch einer dazu, wenn Jamaika nämlich möglich gewesen wäre, hätte sich Erdogan wahrscheinlich dann auch bei einem Besuch vielleicht auf einen Außenminister Cem Özdemir einstellen müssen. Naja, werden wir leider wahrscheinlich nicht mehr miterleben. Auch die AfD, die größte Oppositionspartei im Bundestag, hat sich geäußert. Armin Paul Hampel sagte, der deutsche Einfluss am Bosporus sei dramatisch geschwunden. Wir wirken nicht mehr in die Türkei hinein, sondern Herr Erdogan wirkt nach Deutschland hinein. Also quasi so, dass Erdogan halt seine Forderungen halt natürlich irgendwie durchboxen kann. Geradewegs, weil Erdogan jetzt unterwegs ist, nämlich in Deutschland, um natürlich für gute Beziehungen zu werben. Denn im Moment hat man ja einen Streit mit den USA. Die haben wiederum wirtschaftliche Sanktionen gelegt und die türkische Wirtschaft befindet sich komplett nämlich im Chaos. Nicht nur deswegen, sondern halt auch, dass der türkische Präsident dort auch etwas anderes gemacht hat. Trotzdem, beim Staatsbankett heute Abend wird aber auch jemand anderes nämlich nicht mit dabei sein, nämlich die Bundeskanzlerin selbst. Sie wird nicht da sein. Das wird mal was Besonderes sein. Trotzdem, das wird eine ganz besondere Sache mit diesem Staatsbankett und Erdogan. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Wir werden das Ganze verfolgen. Wie schon gesagt, zur Pressekonferenz, was da abging, beziehungsweise was da ja heute Mittag, das muss man auch nochmal sagen, abging, da kriegt ihr Infos auf unserer Homepage auf derchotv.de. Und wenn wir schon bei der Kanzlerin sind, bleiben wir auch bei ihr und kommen zum Thema der Woche. Denn es gab, viele Medien haben es, ich nenne es mal übertrieben, reagiert bei dieser Meldung. Es ein Erdbeben genannt oder, wie es auch die Opposition gesagt hat, das Ende der Kanzlerschaft Merkel. Am Dienstag wurde der Fraktionsvorsitz der CDU-CSU neu gewählt. Zur Wahl stand Volker Kauder, der bisherige Fraktionsvorsitzende, und Ralf Brinkhaus. Wer ist Ralf Brinkhaus? Ganz einfach, er ist nämlich jetzt der neue Fraktionsvorsitzende. Vorher war er der Vize-Fraktionsvorsitzende bei der Union im Bundestag. Nun ist er
Der Neue. Mit 125 zu 112 Stimmen wurde er in der Fraktion gewählt und somit hat er nämlich auch die entsprechende Kampfabstimmung gegen den Vertrauten von Bundeskanzlerin Angela Merkel verloren. Merkel zeigte sich natürlich entsprechend vor den Kameras enttäuscht, aber auch fröhlich, kann man so ungefähr sagen, denn sie sagte dazu, das ist eine Stunde der Demokratie, in der gibt es auch Niederlagen und da gibt es auch nichts zu beschönigen. Und Brinkhaus selbst sagte auch, sie werde Merkel unterstützen, wo er auch nur kann. Selbst sagte er auch, dass diese Wahl auch nicht gegen Merkel sei. Er will halt einfach auch nur damit beweisen, dass er nämlich gerne, wie schon gesagt, mehr Teamgeist nämlich zeigen will. Und wiederholt hatte er, wie schon auch immer gesagt, und das sage ich jetzt auch zum zweiten Mal, er hat nicht die Kandidatur genommen, um gegen Merkel zu sein. Er wird auch, so heißt es beim Parteitag Ende des Jahres bei der CDU, auch für Merkel werben, weiterhin, dass sie Parteivorsitzende bleibt. Trotzdem, es gilt auch als ein Test für die Autorität von nicht nur Angela Merkel, sondern auch von CSU-Chef Horst Seehofer und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der ja dann auch am Dienstagnachmittag das Ergebnis entsprechend einbringen musste. Trotzdem, Kauder war auch für die Union bei dem enttäuschenden Abschneiden der Bundestagswahl vor gut einem Jahr, denn in dieser Woche ist es schon ein Jahr her, dass die Bundestagswahl stattgefunden hat. Die Zeit vergeht nicht wie im Flug, könnte man denken. Irgendwie schon, aber jetzt irgendwie nicht. Und damals wurde Kauder nur mit 77% abgestraft bei der Wiederwahl zum Fraktionsvorsitzender. Meistens hatte Kauder bei den letzten Wahlen zum Fraktionsvorsitz der Union meistens deutlich mehr als bis zu 90%, wenn sogar drüber bekommen. Damals aber auch ohne Herausforderer. Jetzt mit Herausforderer und es ist passiert. Ein neuer Fraktionsvorsitzender nach 13 Jahren. Nach der Abstimmung sagte Brinkhaus entsprechend auch, dass er sich riesig über dieses Wahlergebnis freue. Zitat: Jetzt geht es darum, ganz schnell wieder an die Arbeit zu kommen. Wir haben anspruchsvolle Projekte vor uns. Und natürlich hat er entsprechend auch seinen Vorgänger, nämlich Volker Kauder, auch entsprechend gedankt. Für diesen habe es nach der Wahl lang anhaltenden stehenden Applaus gegeben, also Standing Ovations, wie keine Ahnung wer. Die Fraktion stehe weiterhin, so heißt es von Brink aus, ganz weiterhin, ganz fest hinter Merkel. Reaktion gab es direkt auch natürlich nicht nur von der Opposition, sondern auch vom Koalitionspartner der SPD, die CDU, Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann hat auf Twitter geschrieben, Zitat, das ist ein Aufstand gegen Merkel. Ja, auch die Opposition hat sich dazu geäußert, Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionschefin der Grünen. Sie gratulierte Brinkhaus via Twitter zur Wahl und dankte aber auch Kauder für die Zusammenarbeit. Richtig fester reingegangen sind eher die Linke, die FDP und auch die AfD. Die FDP, dessen Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff, schrieb auf Twitter, Zitat, das ist der Anfang vom Ende der Großen Koalition. Ja, Christian Lindner forderte direkt darauf auf Merkel die Vertrauensfrage zu stellen. Dadurch kann sie entweder die Stabilität wiederherstellen oder die Führung an andere abgeben. Andere Bundeskanzler vor ihr hätten dieses Instrument ebenfalls genutzt. Wir wissen ja, zum letzten Mal hat ja Gerhard Schröder damals die Vertrauensfrage gestellt und voll verkackt. Damals ist ja dann quasi aus der Kanzlerschaft Schröder die Kanzlerschaft Merkel geworden. Durch Neuwahlen, das muss man auch nochmal so sagen. Ja, Bernd Rixinger, der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, schrieb auf Twitter, Zitat, Seehofer hat der Union einen Bärendienst erwiesen, Merkel sei massiv geschwächt und die Regierung versinke im Chaos. Die AfD, sie ließ sogar die Korken knallen, ne? Also die freut sich über sowas, das muss man sich mal vorstellen. Klar, natürlich als politischer Gegner, wen sieht man da? Die Bundeskanzlerin. Und man schrieb auch, das schrieb unter anderem Alice Weidel, und sie nannte Kauders Abwahl einen Schritt in die richtige Richtung und setzte hinzu, Merkel muss folgen. Bei einem Statement hieß es auch sogar, man spricht von einer Merkel-Dämmerung. Naja, wenn die einzigen Themen bei den Rechtspopulisten Flüchtlinge und Bundeskanzlerin Merkel sind, dann kann man sich einfach mal über sowas freuen. Was sagt ihr denn eigentlich dazu? Ist das jetzt wirklich das Ende der Großen Koalition oder viel zu heiße Luft bei so einem Thema, weil jetzt, sagen wir mal, nach 13 Jahren Volker Kauder als Fraktionsvorsitzender abgewählt wurde? Also, das
eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen. Bitte bleibt sachlich. Das möchte ich auch gerne nochmal sagen. Und wir kommen gleich, nämlich hier bei Update, zur Wahl in Bayern. Sonntag in 2 Wochen ist es schon soweit. Dann wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Für die CSU schaut es nicht gut aus. Markus Söder wird die absolute Mehrheit nicht mehr halten können. Trotzdem, gestern am Donnerstag, glaube ich, gab es nämlich auch ein, oder ich weiß es gar nicht mehr, wann gab es das TV-Duell? Es gab es vor einigen Tagen, beziehungsweise gestern oder vorgestern, ich weiß es schon gar nicht mehr, gab es nämlich das TV-Duell mit dem grünen Spitzenkandidaten Ludwig Hartmann von den Grünen, was ich ja schon so erwähnt habe, und es ging heiß her. Dazu gleich mehr. Jetzt gibt es aber erstmal weitere Meldungen aus dieser Woche, und zwar nämlich nennen sie sich News der Woche, und wir beginnen mit Schweden. Dort ist nämlich 2 Wochen nach der Parlamentswahl nämlich die Vertrauensfrage nämlich gestellt worden von Ministerpräsident Stefan Löfven. Er hat sie entsprechend auch verloren. Die Mehrheit nämlich im Parlament sprach gegen ihn und somit muss er auch abtreten. In Schweden ist sowas nämlich ganz normal. Kommissarisch wird er weiterhin Regierungschef bleiben, bis entsprechende Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sind. Der Parlamentspräsident Andrea Norlund muss nun in Gesprächen mit den Parteichefs ermitteln, welcher Kandidat nun die Chance hat. Man weiß auch schon sowieso seit der Wahl vor 14 Tagen oder vor fast 3 Wochen, dass nämlich weder das konservative Bündnis, so aber auch das rot-grüne Bündnis, was vorher an der Macht war, keine Mehrheit kriegt. Zündlein an der Waage könnte aber die rechtspopulistische Schwedendemokratenpartei werden, ein Vierparteienbündnis. Da würde nämlich dann nämlich auch die Schwedendemokraten nämlich dazukommen. Wir sind gespannt. Gespannt sind wir auch, was aus dem Hause Daimler kommt. Da gehört unter anderem auch Mercedes hin, deswegen das Sinnbild da in diesem Bild. Denn der Chef des deutschen Autobauers, Dieter Zetsche, wird nämlich im kommenden Jahr seinen Posten als Vorstandsvorsitzender von Daimler nämlich abgeben. Sein Nachfolger soll Entwicklungschef Ola Källenius werden, so das Unternehmen in dieser Woche. Sein Vorstandsmandat sowie die Leitung der Pkw-Sparte wird dann Zetsche zum Ende der Hauptversammlung niederlegen, um eine 2-jährige Karenzzeit, also er wird sich 2 Jahre lang erstmal zurückziehen. Danach will er nämlich den Aufsichtsratsvorsitz von Manfred Bischoff übernehmen, dessen Amtszeit läuft nämlich noch bis 2021. Und wir haben heute den 28. September, beziehungsweise wir sind wie immer am Ende des Monats, bedeutet, wir haben die Arbeitslosenzahlen vor uns liegen. Im September sind nämlich in Deutschland 2,256 Millionen Menschen ohne Arbeit gewesen. Das ist der niedrigste Stand seit 1991, so die Bundesagentur für Arbeit. Zum Start des neuen Schul- und Ausbildungsjahr stellten viele Betriebe neue Menschen auch ein. Im Vergleich zum August letzten, also des letzten Monats, waren es 94.000 weniger. Im Vergleich zum letzten Jahr, nämlich September 2017, waren es aber 192.000 mehr. Ein gutes Plus. Die Arbeitslosenquote, die ging um 0,2 Prozentpunkte zurück, und zwar nämlich auf 5%. Ja, eine sehr gute Nachricht aus dem Jobbereich. So viel dazu. Dann auch von den News der Woche, mehr News wie immer auf derchotv.de. So, und ich will mal heute mal was wagen, und zwar tausche ich jetzt mal das Logo aus, und wir reden über die Landtagswahl in Bayern. Ja, gestern haben wir bei Thema nämlich über den Wahl-O-Mat und ein bisschen auch über die Landtagswahl an sich gesprochen. Nun kommen wir aber zu einem ganz anderen Thema, und zwar nämlich zum TV-Duell zwischen Markus Söder, dem CSU-Ministerpräsidenten, und natürlich dem grünen Spitzenkandidaten Ludwig Hartmann. Natürlich besteht die Grünspitze aus 2, deswegen hat man aber trotzdem dann Hartmann eher entscheiden lassen. Ganze 70 Minuten haben sie sich nämlich beim TV-Duell, was gestern oder vorgestern stattfand, ich weiß es schon gar nicht mehr, sich die Fäuste fliegen lassen, und es gab entsprechend wirklich viel zu belabern. Trotzdem, mit viel Rückenwind kam nämlich Hartmann in dieses TV-Duell. 17% aktuell bei dem Bayern-Trend des Bayerischen Rundfunks mit der neuesten Umfrage. Die CSU dagegen mit Markus Söder, seit dem letzten Jahr, das muss man ja auch so sagen, seitdem ja auch fast feststand, dass Markus Söder ja Horst Seehofer als Ministerpräsidenten beerben wird, steht nämlich die CSU weiterhin im Abgrund. 35% sind es nur noch, und damit ist die absolute Mehrheit sehr weit in die Ferne gerückt. Trotzdem, die Grünen könnten ein möglicher Koalitionspartner werden.
Nach dem Stand ja von gestern wäre dies natürlich auch möglich. Trotzdem, staatsmännisch trat Söder auf jeden Fall auf, hat sich auch so gezeigt. Trotzdem, die Zahlen referierte er ein bisschen, hebte aber eher dann eher mehr die Erfolge aus. Bayern hat den längsten, so kann man das ungefähr dann immer wieder auch betonen. Trotzdem, es ging auch geradewegs auch nicht nur immer darum zu sagen, dass Bayern, 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 weil irgendwann kann es der Bayer auch nicht mehr hören. Trotzdem, Hartmann hat immer wieder ihn ermahnt und beziehungsweise auch immer wieder auch zu sagen, dass Respekt immer gefordert wurde, weil immer wieder auch Hartmann dann Söder nämlich auch entsprechend, sagen wir mal, unterbrochen hat immer wieder. Obwohl, ja, Respekt muss man halt sich auch in solchen Zeiten mal halt auch immer wieder geben. Hartmann zeigte sich aber auch deutlich angriffslustiger und auch leidenschaftlicher. Also er hatte wirklich so das Gefühl, ja, ich möchte das gerne machen. Ich will Söder quasi beweisen, dass ich es auch könnte, in die Regierung nämlich zu gehen. So ungefähr hat er nämlich das gezeigt. Trotzdem, eines der Themen, die natürlich mit dabei waren, war unter anderem auch die Wohnungsnot in Bayern. So darf Söder als erster antworten und baut nun auf die Förderung von Eigentumserwerb durch das Baukindergeld, was ja die Große Koalition ja jetzt beschlossen hat, beschließen sollte, und auch durch die Eigenheimzulage, die nämlich kommen sollte. Er will schneller und mehr auch bauen, das ist sein Credo. Trotzdem hat man antwortete angriffslustig mit einem praktischen Beispiel. Er sagte nämlich, Zitat, eine Eigentumswohnung an Nockerberg in München, 54 Quadratmeter, sei unter 1 Million Euro nicht zu haben. Ein Normalsterblicher kann sich das gar nicht leisten, stellte der Grüne fest und fordert, den Mietwohnungsbau voranzubringen, statt das Eigentum zu fördern. Das muss man eigentlich auch mal so sehen, denn wer eine Eigentumswohnung gerne haben will, beziehungsweise eine Wohnung mieten will, der soll sich das auch irgendwie leisten können und nicht irgendwie sich sein ganzes Leben damit abbezahlen und sich dann irgendwelche anderen Dinge sich nicht mehr leisten zu können. Das sieht man nämlich auch darauf an. Trotzdem auch das Thema Flüchtlingspolitik, auch die Bildung sowie auch der Dieselskandal und auch die Videoüberwachung, nämlich das bayerische Polizeigesetz, war nämlich auch mit dabei. Dort ging es nämlich auch um die Frage, wie viel Freiheit für die Bürger für die Sicherheit geopfert wird für die Bürger. Das Gesetz sei gut und schütze Polizisten und Bürger vor neuen Gefahren, wie zum Beispiel dem Terrorismus, dem Darknet, aber auch dem Stalking. Das sagte Söder dann zu dieser Sache mit dem Polizeigesetz. Hartmann verwies auch aber auf die großen Demos, die es in den letzten Wochen halt in München unter anderem auch gab. Dass nämlich Eingriffe in die Freiheitsrechte den Menschen auch zu weit gingen. Und man weiß ja auch, die Würde des Menschen ist unantastbar, Herr Söder. Falls Sie mal das Grundgesetz gelesen haben, ich würde es Ihnen gerne mal empfehlen. Beim Polizeigesetz, so sagte das Söder nämlich, Söder wirft er nämlich dort vor, beim PAG, beim Polizeiaufgabengesetz, so heißt es ja, haben Sie Sicherheit mit Überwachung verwechselt. Ja, also Bayern ist ja quasi so zum Überwachungsstaat geworden, obwohl man auch weiß, man war ja immer gegen einen Überwachungsstaat, siehe die DDR zum Beispiel. Statt Pauschalverdächtigen anzustellen, sollte nämlich die Abkehr von konkreter Gefährdern verbessert werden. Das forderte Hartmann unter anderem. Und außerdem führte Hartmann auch die 2,4 Millionen Überstunden der bayerischen Polizei ins Feld. 2,4 Millionen Überstunden. Ich glaube, wenn du ganz normal damit die abbauen müsstest, ich glaube, du bräuchtest gar nicht mehr arbeiten zu gehen. Du würdest so einfach Geld vom Staat kriegen. Warum auch nicht? Trotzdem, Söder weist auf die 3.500 neuen Stellen hin, die es nämlich geben werde, also erst nach der Landtagswahl in Bayern. Wird wahrscheinlich dann deutlich schwerer, wenn man nicht mehr die absolute Mehrheit hat. Trotzdem, mit Blick auf die Landtagswahl, nennt nämlich auch Söder die Große Koalition in Berlin. Er greift sie nämlich dann auch da im TV-Duell an sagte auch, solche Verhältnisse wie in Berlin, das täglich sich zerfleischen und das Hin und Her, das will Söder nicht haben. Hartmann hatte direkt die konkrete Antwort, Zitat, das Chaos hat einen Namen, Horst Seehofer. Und da muss man ihm leider recht geben, das ist definitiv wahrscheinlich für viele so. Auch viele Zuschauer im bayerischen Fernsehen, die das gesehen haben, es waren sehr viele, haben wahrscheinlich auch entsprechend gesagt, ja, der hat recht, das ist der Seehofer, der den ganzen Scheiß da in Berlin ja halt macht. Ne? Trotzdem, auch ein besonderes Thema, was nämlich dabei war, war nämlich der Kreuzerlass. Das wurde ganz kurz ein bisschen chaotisch. Hartmann betonte nämlich, dass er den Erlass zurücknehmen würde. Daraufhin Söder einfach nur, ich halte fest, er möchte die Kreuze abhängen. Ich hoffe, Sie wollen auch keine Gipfelkreuze absägen. Hartmann konterte dann ganz einfach, wenn wir über Gipfelkreuze reden, reden wir doch mal über den Alpenschutz. Söder schmunzelte dann auch noch weiter und sagte, Herr Herrmann,
Herr Hartmann, jetzt habe ich Sie ein bisschen erwischt und Sie weichen aus in den in die Alpen hinein. Weiß ja nicht, ob das irgendwie lächerlich von Markus Söder war oder ganz einfach irgendwie ein bisschen komisch. Trotzdem, es ist halt ein bisschen komisch gewesen. Auf die Koalitionsfrage hin, die vom Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks, da möchte ich mal ganz kurz den Namen auch gerne nennen, Christian Nitsche nämlich. Ich glaube, wenn das jemand anders gewesen wäre, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sein Name war, Sigmund Gottlieb, glaube ich, das wäre dann eher so ein Geschleime gewesen, aber es ist was anderes, darüber möchte ich jetzt nicht reden. Um die Frage hin, ob die beiden zusammen koalieren würde, hat Hartmann betont, wir wollen Bayern gestalten und wir sind bereit, mit uns kann man jederzeit über eine ökologische und eine gerechte Regierungspolitik diskutieren. Und weiter sagte auch, sagte er, dass die Grünen aber nicht für eine anti-europäische Politik zur Verfügung stehen würden. Ist also eine schwere Frage. Trotzdem, Söder machte auch klar, dass er für das Wahlprogramm der Grünen wenig übrig hat. Es sei ein ziemlich spießiges Programm und ziemlich weit entfernt von seinen Positionen. Na, das kann man so oder so sehen. Ihr habt da auch die Wahl. Das kann man auch nochmal sagen. Genauer gesagt, habt ihr die Wahl in gut 2 Wochen. Wenn dann nämlich der neue Landtag in Bayern gewählt wird. Wir sind mit dabei am 14. Oktober auf twitch.tv/derchotv und ich freue mich riesig auf diese Wahl in Bayern. Wird spannend, würde ich mal sagen. Ja, geradewegs, was die Koalitionsfrage angeht. So viel dann auch von uns hier bei Update Politik an diesem heutigen Freitag, der letzte Freitag im Oktober. Morgen gibt's Update Medien, wie immer um 18 Uhr auf unserem YouTube-Kanal und natürlich auch auf derchotv.de. Dort gibt es auch unter anderem unsere vereinzelte Livestream-Sessions, die wir natürlich gemacht haben, so auch unter anderem der Stream vom letzten Dienstag. Da gibt es dann morgen auch nochmal ein paar Infos dazu, wie wir das jetzt machen werden. Das habe ich auch gestern im gestrigen Stream auch nochmal gesagt. Außerdem dann am Sonntag gibt es im Übrigen Update Sport. Außerdem möchte ich kurz mal sagen, dass in nächster Zeit wieder ein Podcast erscheinen wird. Endlich den Podcast gibt es dann aber auch ab sofort auf derchotv.de, auf unserem YouTube-Kanal und bei NRVision. Mehr dazu dann spätestens nächste Woche, den wir dann da auch nämlich aufzeichnen werden. Ich bin nämlich auch sehr gespannt, dass wir jemanden nämlich hier dabei haben, der sich auch schon ein bisschen mit der Materie derchotv auskennt. So viel dann von uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder bei Update Medien und wie immer verweise ich gerne auf unsere Homepage auf derchotv.de. Noch einen schönen Freitag, schönes Wochenende. Tschüss, bis morgen.